Okay, willkommen zu Kickbox Workout, mittlerweile Video Nummer 9, wenn ich richtig gezählt habe. Ja? Ich sage euch wieder gleich am Anfang, was braucht ihr heute? Eigentlich das gleiche wie sonst auch immer. Ihr braucht was zu trinken. Ihr braucht eine Springschnur, wenn ihr habt. Nötig ist es jetzt nicht, aber besser ist es, wenn man sie hat. Brauchen wir heute nicht so viel, nur am Ende. Dann eine Matte oder eine Decke, weil wir uns zwischendurch aufknien werden, wenn ihr es braucht für die Knie. Und eventuell einen Sessel zum Festhalten. Gut, das ist alles, was ihr braucht. Und ich würde sagen, wir starten gleich mit Mobilisieren. Kopf kreist, Nasenspitze bleibt vor dem Körper. Richtungswechsel. Schau nach links und nach rechts. Linkes Ohr zur linken Schulter, rechtes Ohr zur rechten Schulter. Schultern kreisen nach hinten. Nach vor. Wir nehmen die Arme mit, große Kreise. Zurück. Kamel und Katze. Hüften bleiben stabil, kleine Bewegungen aus dem Oberkörper. Bewegungen werden größer, wir drehen den Fuß mit aus. Hüften kreisen. Richtungswechsel. Abwechselnd rechten Fuß nach außen, linken Fuß nach außen kreisen. Nach innen. Stehen auf einem Bein, kreisen mit Hand und diagonalem Sprunggelenk. Richtungswechsel. Beugen und strecken. Und Seitenwechsel. Richtungswechsel. Beugen und strecken. Gut, und wir laufen am Stand. Wärmen uns langsam auf. Am Anfang noch ganz locker. Wir werden heute nicht so viele neue Techniken machen, nur eine. Was wir heute dafür machen werden, ist Zählen für Kampfsportler. Aber das werdet ihr dann noch sehen. Gut, ihr kennt es schon aus den letzten Workouts. Ja, wir heben das Knie, hüpfen dabei leicht mit dem anderen Bein. Seitenwechsel. Für wen es schwierig ist, der bleibt dabei. Für wen nicht, der nimmt gegengleich die Faust mit dazu. Seitenwechsel. Wenn mein Knie runterkommt, streckt die Faust und umgekehrt. Nochmal Seitenwechsel. Nochmal Seitenwechsel. Gut, jetzt das Ganze gleichzeitig. Knie und Faust kommen gleichzeitig hoch. Seitenwechsel. Wie gesagt, wenn es schwierig ist, immer bei der Variante vorher bleiben. Nochmal Seitenwechsel. Letztes Mal Seitenwechsel. Und stopp. Gut, jetzt machen wir sowas Ähnliches, statt nur mit dem Kniestoß, mit dem Halbkreiskick. Ja? Wichtig dabei, eigentlich ähnlich wie beim Kniestoß, ja? Die Standbeinferse geht beim Sprung leicht nach vorne, ja? In Richtung meines Ziels. Wir beginnen niedrige Höhe, vielleicht Kniehöhe, ja? Ganz locker. Ja? Wer kann, macht gleich den Gegenzug der Arme mit.
Standbeinferse dreht jedes Mal, wenn ich kicke. Und wechsel, andere Seite. Und nochmal wechseln. Wechsel. 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 Jetzt wechseln wir immer nach zwei Kicks. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Letzte Kicks. Und stopp. Gut, Herz-Kreislauf-System ist ein bisschen in Gang gekommen. Jetzt machen wir auch Wiederholung vom letzten Mal. Wir legen uns auf den Boden. Beine sind aufgestellt. Ich hebe den Kopf leicht an und bewege meinen Kopf rauf, runter, als würde ich nicken, ohne den Kopf am Boden abzulegen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Oben halten. Jetzt den Kopf schütteln, als würden wir Nein sagen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Wenn ihr könnt, oben halten. Jetzt vielleicht. Linkes Ohr zur linken Schulter, rechtes Ohr zur rechten Schulter. Kämpfe vom Mobilisieren. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Gut, aufrichten. Letztes Mal haben wir acht gemacht, heute sind wir schon bei zehn Wiederholungen. Wir machen also langsam Fortschritte. Gut, aufgewärmt sind wir auch ein bisschen. Wir kommen ein bisschen zu unseren explosiven Bewegungen. Wir fangen mit den Push-Ups an. Haben wir auch schon im letzten Video gemacht. Erkläre ich jetzt nicht mehr groß. Sucht euch die Push-Up-Variante aus, die ihr explosiv ausführen könnt. Ja? Wir machen fünf Wiederholungen. Ich mache es auf den Knien. Ihr sucht euch eure Variante. Go! Eins, zwei, drei, vier, fünf. Gut. Ja. Wenn ihr nicht könnt, müsst ihr nicht unbedingt hochspringen, ja, aber schaut, dass die Bewegung explosiv ist. Ja. Das hier ist kein explosiver Push-Up. Ja. Gut, nächste Sache, die wir machen, haben wir letzte Woche auch schon vorbereitet, sind unsere Split-Squat-Jumps. Ja. Denkt wieder daran, beginnt aus dem hüftbreiten Stand, steht nicht zu sehr auf einer Linie, das kostet euch Stabilität. Ja. Wir gehen hier... Wir starten in der oberen Position. Wenn wir runtergehen, kommt die gegengleiche Hand nach vorne. Ja? Letztes Mal sind wir nur hochgesprungen. Diesmal wechseln wir im Sprung die Beine. Ja? Nur einmal wechseln. Ja? Wieder runter, im Sprung die Beine wechseln. Ja? Wir wechseln 10 Mal, weil wir es jetzt nicht Seite für Seite machen. Gut, ich starte links vorne. Macht euch bereit. Eins, zwei, drei, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kurze Pause. Puh. Beine ausschütteln. Wir wiederholen das Ganze. Zweiter Satz. Wir starten mit den Push-Ups. In Position gehen. Und 1, 2, 3, 4, 5. Sehr gut. Gut, auch hier gehen wir wieder in Position. Zweite Runde Split Squat Jumps. Ja? Durchgehend, ohne Pause. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Gut. Trinkt kurz was, wenn ihr wollt. Alles klar. Wir kommen zum Dehnen. Wir gehen in die V-Position. Heben und senken die Fersen. Dehnen die Waden. Puh.
abwechselnd. Gut. Linker Fuß ist vorne, rechtes Knie ist aufgestellt. Rechte Hand kommt zum Boden, linke Hand greift meinen rechten Fuß. Ich rotiere zum vorderen Bein, dehne die Oberschenkelvorderseite. Beim Ausatmen tiefer in die Dehnung gehen. Beim Einatmen lösen. Seitenwechsel. Gut, wir kommen wieder nach oben, machen die Beinschwünge nach vorne. Ja, ihr habt jetzt die Wahl, holt euch jetzt schon einen Sessel zum Anhalten oder haltet euch an der Wand an. Dann sieht das Ganze so aus, ja, kann mich hier einfach leicht abstützen oder ja, ihr macht die Beinschwünge nach vorne frei, dann schwingt ihr von innen nach außen und von nach außen nach innen. Wir setzen dabei immer hinten ab. Ja. Ich mache sie jetzt frei, ihr könnt euch aber auch an der Wand oder einem Sessel anhalten. Beginnt langsam und relativ niedrig, steigert die Höhe, keine Schmerzen, leichte Dehnung. Auf geht's. Eins, zwei, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und Seitenwechsel. 1. Wenn ich jetzt schneller die Höhe steigere, ja, müsst ihr das nicht unbedingt genauso machen. Nehmt euch dafür so viel Zeit, wie ihr braucht. 5, 6, 7, 8. Gut, jetzt schnappe ich mir einen Sessel. Mach die Beinschwünge seitlich. Ja? Standbeinferse ist schon wieder ausgedreht. Und mein Bein schwingt zur Seite. Ich sollte eine Dehnung auf der Innenseite der Oberschenkel spüren, aber keinen Schmerz. Gezählt habe ich jetzt nicht. Machen wir jetzt ein bisschen nach Gefühl. Und Seitenwechsel. Standbein ist wieder ausgedreht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gut. Sessel könnt ihr erstmal zur Seite geben. Ich trinke gleich noch einen Schluck. Okay. Wir wiederholen ein bisschen. Ja? Das erste, was wir wiederholen, ist der Halbkreiskick. Ja, wir haben eh gerade Beinschwünge gemacht. Da passt das ganz gut. Wir gehen nochmal unsere Checkliste durch. Ja? Wichtig beim Halbkreiskick, Standbeinferse dreht. Standbeinferse, guckt zu meinem Ziel. Ja? Hier kommt das Bein hoch, Knie streckt und beugt wieder vorm Absetzen. Ja? Ich will hier nicht runterfallen, sondern kontrollieren den Kick, kontrolliert absetzen. Ja? Wenn ich mit rechts kicke, kann mein rechter Arm einen Gegenzug machen, ja? Aber mein linker muss dann bei der Deckung oben sein. Ja? Wir starten, wir stehen links vorne, rechtes Bein kickt, ja? Kicken, setzen hinten wieder ab. Beginnen niedrig, werden langsam höher. Ja? Gerade haben wir uns mit Beinschwüngen gedehnt. Jetzt arbeiten wir an der Flexibilität in der Technik. Ja? Höher werden. Genau. Ihr müsst nicht so hoch kommen, aber ihr solltet jetzt hier schon ein bisschen an eure Grenzen gehen. Gut. Auslage wechseln. Rechtes Bein ist vorne, linkes Bein ist hinten. Linkes Bein kickt. Wir beginnen wieder niedrig.
Standbein, Ferse dreht mit. Knie winkelt wieder ab vorm Absetzen. Hand kann einen Gegenzug machen. Anderes bei der Deckung. Ja. Ihr müsst den Gegenzug nicht so extrem machen, dass ihr die Hand ganz streckt. Ja. Das kann auch nur eine Bewegung aus der Schulter sein. Ja. Genau. So, einen noch. Und stopp. Gut, Halbkreiskick haben wir wiederholt. Haben wir auch schon in anderen Videos genauer besprochen. Gut, nächste Sache, die wir wiederholen, ist der Two-Step. Ja. Ich stehe in Kampfstellung. Immer in die Richtung, in die ich gehe, das Bein startet. Wenn ich nach vorne, startet das vordere, hinteres kommt nach. Zurück, hinteres startet, vorderes kommt nach. Nach links, links startet, rechts steigt nach, rechts, rechts startet, links steigt nach. Ja? Wer es kann, ja, macht das jetzt einfach die ganze Zeit, während ich hier weiter rede, ja, ist schon in Bewegung. Ja? Alle anderen machen es langsam mit mir. Ich stelle mich nochmal mit dem Rücken zu euch, dann ist es leichter nachzumachen. Nach vor, zurück, nach links, nach rechts. Nach vor, zurück, nach links, nach rechts. In eurem eigenen Tempo. Wenn ihr schneller seid, seid ihr schneller. Ja? Zwingt euch keiner, so langsam zu sein. Ich mache für die mit, denen es schwer fällt. Ihr könnt auch gleich ein bisschen Head Movement dazu nehmen, euren Kopf aus der Mittellinie rausbewegen, ja? Kleine Blocks mitmachen. Gut. Das gleiche, andere Auslage. Wir stehen rechts vorne. Gehen nach vor, zurück, nach rechts, nach links. Wer es kann, ist schon in seinem Tempo unterwegs, ja? Alle anderen machen es mit mir mit. Rechts ist vorne, nach vor, zurück, nach rechts, nach links. Achtet auf eure Kampfstellung. Ihr wollt nicht auf einmal so stehen, ja, auf einer Linie. Ihr wollt aber nicht auf einmal parallel stehen. Ja. Hüftbreiter Stand, rechter Fuß kommt einen Schritt nach vor, Zehen drehen sich zur Raumecke. Das ist unsere Kampfstellung. Da wollen wir immer bleiben. Ja. In die wollen wir immer wieder zurückkommen, wenn wir einen Schritt gemacht haben. Gut, reicht mir schon. Wir stehen wieder links vorne, wiederholen nochmal linke und rechte gerade, haben wir auch schon gemacht. Ja? Immer wenn ich meine vordere Hand schlage, geht mein Gewicht leicht zurück aufs hintere Bein. Ich starte aus der Deckung raus, ziehe direkt wieder zur Deckung zurück, ja? Falle nicht hier runter. Ich übertreibe, ja? Gewicht leicht nach hinten, Faust ausstrecken, zurück zur Deckung. Genau. Ihr seht, wenn ich mich so hinstelle, für die Fortgeschrittenen, versucht es gleich euren Kopf ein bisschen aus der Mittellinie raus zu bewegen. Bleibt hier nicht steif stehen, sondern geht hier locker mit. Ganz genau. Hintere Faust. Bei der hinteren Faust ist es besonders wichtig, mein Gewicht kommt leicht nach vorne. Ja? Dadurch wird mein hinteres Bein leicht. Ja? Jetzt kann ich hier die Hüfte drehen. Dass ich die Hüfte drehe, seht ihr daran, dass ich jetzt nicht mehr auf dem ganzen Fuß stehe, sondern hier nur noch auf dem Fußballen und meine Zehen nach vorne zeigen. Der Fuß bleibt stehen, der bewegt sich. Ja? Und das schiebt meine hintere Hand nach vorne. Ja? Genau. Vordere bleibt bei der Deckung. Nur die hintere schlägt. Genau. Ganz genau. Gut. Wir kombinieren das Ganze jetzt mit unseren Schritten. Ja? Und wir merken uns gleich zwei Sachen. Die vordere Hand heißt immer 1. Die hintere Hand ist 2. Immer wenn ich 1 sage, meine ich jetzt die vordere gerade. Immer wenn ich 2 sage, meine ich die hintere gerade. Das gilt übrigens auch, wenn ich rechts vorne stehe. Ja? 1 ist die vordere gerade, 2 ist die hintere gerade. Ja? Zählen für Kampfsportler. 1 und 2 haben wir jetzt gelernt. Gut, wir kombinieren das jetzt mit Schritten. Wir benutzen wieder den Two-Step, den wir gerade wiederholt haben. Ja? Wir machen den jetzt nur zur Seite. Alle anderen können hier den Drill machen, vor, zurück, nach links, nach rechts, wenn ihr das schon könnt mit 1, 2. Ansonsten bin ich bei euch dabei und wir machen das zur Seite. Linker Fuß steigt, linke Hand schlägt, rechter Fuß steigt. Achtung, hier schlägt auch zuerst die vordere,
Genau. Denk wieder bei der hinteren Hand daran, was die Hüfte und die Ferse machen. Der Fuß, ja? Wir steigen zuerst nach links, linker Fuß, linke Hand. Rechter Fuß kommt nach, rechte Hand, ja? Wir steigen nach rechts, rechter Fuß steigt, linke Hand schlägt. Wir steigen nach, umgekehrt. Starten immer mit der vorderen Hand. Und stopp, Auslagenwechsel. Jetzt stehen wir rechts vorne, wir gehen nach rechts, vordere Hand schlägt, hintere Hand kommt nach. Wir gehen nach links, vordere Hand schlägt, hintere Hand kommt hinterher. Genau. Und stopp. Gut. Eins und zwei haben wir gelernt. Vordere gerade, hintere gerade. Wir machen weiter mit drei und vier. Drei ist der vordere Haken. Vier ist der hintere Haken. Seitwärtshaken zum Kopf. Ja? Auch hier kurze Wiederholung. Wie immer, wenn ich die vordere schlage, kommt mein Gewicht leicht aufs hintere Bein. Ich schlage direkt aus meiner Deckung raus. Ja? Ich hole nicht aus, keinen Schwinger, sondern einen Haken. Dadurch, dass ich das Gewicht nach hinten verlagere, wird das vordere Bein leicht und kann hier mit rotieren. Genau. Einfach ausprobieren. Genau. Und stopp. Andere Hand, ja. Ich schlage den hinteren Haken. Wie bei allen Techniken mit der hinteren Hand kommt mein Gewicht leicht aufs vordere Bein. Meine Hüfte dreht, ja, hier kommt die Kraft für meine Technik, nicht aus dem Ausholen mit dem Arm, sondern aus der Hüftbewegung, ja, die bewegt sich hier, ja. Gewicht ist vorne, dadurch ist der Fuß leicht, ich kann hier drehen, schlag meinen Haken. Komm wieder zurück zur Deckung. Gut, drei, vier. Wir machen die Techniken einfach ein paar Mal hintereinander, damit ihr das mit den Zahlen drauf habt. Ja? Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Und Auslagenwechsel. Wir stehen rechts vor. Vordere ist immer die Eins. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und stopp. Gut, das war eigentlich alles Wiederholungen. Haben wir bis jetzt alles schon gemacht. Wir nehmen noch zwei oder eine neue Technik dazu. Ja? Den Aufwärtshaken. Wie ist meine Fausthaltung? Ja? Ich treffe jetzt hier mit der Faust unters Kinn möglichst. Ja? Vordere oder hintere. Ja. Gewichtsverlagerung ist wieder ähnlich wie bei den Handtechniken davor. Schlägt die vordere, kommt das Gewicht leicht aufs hintere Bein. Schlägt die hintere Hand, kommt das Gewicht leicht aufs vordere Bein. Ja. Jetzt ist es wieder ähnlich wie bei den Haken von der Seite. Ich möchte nicht, dass ihr ausholt, ja, sondern ich möchte eigentlich, dass ihr aus der Deckung schlagt. Ja. Wir starten mal mit dem vorderen. Nur der vordere schlägt. Ja. Und jetzt werdet ihr das Gefühl haben, hier kann ich nicht viel Kraft ausüben. Ja? Was können wir jetzt machen, um das zu ändern? Natürlich, wir können hier ausholen, aber habe ich gesagt, wollen wir nicht. Hand geht von der Deckung weg, Bewegung ist groß, man sieht es leicht. Ja? Machen wir nicht. Ja? Das Erste, was ihr machen könnt, um ein bisschen mehr Impulsschwung in die Bewegung zu bekommen, ja, ist hier diesen Winkel kurz verändern. Ja? Ich gehe nicht in der Schulter hier zurück, ziehe meinen Ellbogen nach hinten, sondern ich lasse nur meine Hand leicht fallen. Ja? Nutze hier den Bizeps aus, um hier einen kleinen Impuls in die Bewegung reinzugeben. Ja? Ja? Hier ein kleines Beugen und Strecken, explosiv, wie bei den Push-Ups. Nicht keine langsamen Bizeps-Curls, sondern wie bei den explosiven Push-Ups ist das eine explosive Bewegung. Ja? Ellbogen kommt nicht zurück, bleibt wo er ist. Ja? Nur meine Hand fällt leicht runter und zu der Aufwärtsbewegung in der Schulter
kommt ein kleiner Bizeps-Curl dazu, aber ein schneller. Genau, zusätzlich, Gewicht geht nach hinten, ja, und meine Hüfte dreht leicht, aber schiebt vor allem nach vorne oben, ja. Hier kann ich dem Ganzen auch noch einen Impuls geben. Genau, und wir machen das Ganze rechts, ja. Wieder das Gleiche, wir starten aus der Deckung, wir holen nicht aus, Ellbogen kommt nicht hinter den Körper, ja. Wir schlagen aus der Deckung, ziehen wieder zurück. Verlagern das Gewicht aufs vordere Bein, wenn wir schlagen. Ja. Ellbogen kann leicht mehr abwinkeln. Nehmen hier die Bizepsbewegung mit dazu. Ja. Genau. Zusätzlich schiebt hier wieder meine Hüfte. Ja. Meine Hüfte gibt einen Impuls, dreht und geht leicht hoch. Ja. So. Jetzt werdet ihr sagen, habe ich immer noch nicht mega viel Kraft dabei. Habe immer noch nicht das Gefühl, dass diese Technik super viel Kraft überträgt. Ja? Gut, was können wir noch tun? Ja? Wir werden das hinterher in Kombinationen einbauen. Dann holt ihr sozusagen aus, aber nicht mit eurer Hand, sondern mit eurem Körper. Als kleines Beispiel. Hier habe ich wenig Weg. Ja? Wenn ich aber vorher einen vorderen Haken geschlagen habe, bin ich auf einmal mit meinem Körper eingedreht, mein Weg wird weiter. Und beim nach vorne kommen, kommt mein Aufwärtshaken, ich habe viel mehr Beschleunigungsweg. Jetzt hat die Technik Kraft. Ja? In den Kombinationen ergibt sich das dann. Ja? Gut, welche Zahlen haben diese Techniken? Vordere Hand ist 5, hintere Hand ist 6. Ja? Wir machen es nochmal zusammen, gehen alle Techniken nacheinander durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut, wir wechseln die Auslage, machen das Ganze jetzt rechts vorne. Auch hier, vordere Hand startet wieder, ist die 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Letztes Mal. 3, 4, 5, 6. Gut, weiter zählen wir heute nicht. Ja? Aber diese Zahlen solltet ihr euch jetzt merken. Warum? Die werden wir jetzt gleich in den Kombinationen in unseren Runden brauchen. Runden sehen folgendermaßen aus. Ja? Wir haben 2 Minuten. Erste Runde nur Fausttechniken. Nur diese 4 Fäuste. Ja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich rufe euch einzelne Zahlen rein oder Zahlenkombinationen und ihr werdet die schlagen. Ja? Ich werde mit euch mitmachen. Ja? Das heißt, wenn ihr euch nicht mehr sicher seid, könnt ihr dann zu mir schauen. Ja? Ich versuche mich jetzt immer für die Kombination hier hinzustellen, dass ihr es sehen könnt und nochmal schauen könnt, ach, was war denn das für eine Kombination. Ja? Wir starten mit Einzeltechniken, kommen dann zu Kombinationen für die Fortgeschrittenen. Ja? Ihr könnt die Kombinationen, ihr schlagt auch die Kombination, die ich ansage. Denkt dabei daran, ihr könnt euch in jede Richtung dabei bewegen. Ihr könnt dabei jetzt auch vorgehen, ihr könnt zurückgehen, ihr könnt zur Seite gehen. Ja? Die Anfänger dürfen auch gerne stehen bleiben und erstmal ihre Hände sortieren und mit den Zahlen kombinieren. Die anderen sollten die ganzen Kombinationen in Bewegung schlagen. Das ist Runde Nummer 1. Ja? Runde Nummer 2. Wir haben den Two-Step zur Seite geübt und wir haben ihn auch mit Handtechniken zusammengeübt. Ja? Anfänger, ja, wir stellen uns jetzt unseren Sandsack vor. Ja, ich habe jetzt hier keinen, aber ihr könnt es ihn euch vorstellen. Und wir gehen jetzt um den Sandsack rum, ja, mit unserem Two-Step. Ja. Das ist alles, was wir tun. Wir gehen mit dem Two-Step um den Sandsack rum und um unseren Vorgestellten. Achten dabei auf die Kampfstellung. Wir stehen nicht plötzlich parallel, wir stehen nicht plötzlich auf einer Linie. Ja. Dabei kombinieren wir unsere Fäuste. Ja, auch das haben wir vorhin schon gemacht. Ja. Wir steigen nach links, schlagen die linke Faust, rechter Fuß kommt hinterher, wir schlagen die rechte Faust. Nach links, linke Faust, rechts, rechte Faust. Bis wir einmal rum sind in einem durchgehenden Tempo. Ja. Das ist jetzt keine Kombination, 1, 2, wir sind fertig, sondern ihr bewegt euch die ganze Zeit. Wenn ich hier hinten angekommen bin, ja, mache ich das Ganze in die andere Richtung.
Achtung, vordere Hand beginnt wieder, es beginnt aber das hintere Bein. Ja? Genau. Ich mache es dann eh mit euch zusammen langsam. Ja? Für alle anderen, für die Fortgeschrittenen, beliebige Handtechniken im Two-Step um den imaginären Sandsack rumgehen. Ja? Das heißt, ihr könnt vordere, hintere schlagen, ihr könnt Haken schlagen. Ja? Beliebige Handtechniken, immer mit dem Step kombiniert. Jeder Step ist mit einer Faust kombiniert. Ja? Nicht hier schlagen, dann mal einen Schritt machen. Ja? Nur so schnell die Schritte machen oder die Fäuste machen, wie ihr sie mit dem Schritt kombinieren könnt. Dafür beliebige Techniken. Durchgehend arbeiten, keine Pause. Das sind die ersten zwei Runden. Danach erkläre ich euch, wie es weitergeht. Trinkt kurz einen Schluck. Und ich stelle mir einen Timer. Gut. Bereit machen und go. Bewegt euch locker. Übt euren Two-Step oder alle anderen Schritte, die ihr könnt. Eins. Eins. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, eins, zwei. Eins, eins. Wie gesagt, wenn ihr es anfangt, könnt ihr das Ganze am Stand machen, zwischendurch immer wieder bewegen allerdings, ja, wenn ihr fortgeschritten seid, mit Schritten dazu. Eins, zwei, drei. Genau. Als kleine Eselsbrücke, die vordere Hand, egal ob es Haken oder gerade sind, sind immer die ungeraden Zahlen. Die hintere Hand sind immer die geraden Zahlen. Nochmal. Eins, zwei, drei. Und nochmal. Eins, zwei, drei. Vorne, hinten, Haken. Ganz genau. Eins, zwei, eins. Sehr schön. Eins, sechs. Nochmal. Eins, sechs. 4, 5, bewegen, bewegen, 1, 2, 3, 1, Achtung, jetzt ist zweimal die gleiche Hand hintereinander gekommen, nochmal, 1, 2, 3, 1, und stopp. Gut. Erste Runde haben wir. Ja. Denkt dran, wenn ihr fortgeschritten seid, ja, gebt Gas. Bewegt euch schneller. Wir starten mit der zweiten Runde. Ja. Bewegen uns im Two-Step um unseren imaginären Sandsack. Ja. Bereit machen und go. Ich mache es jetzt mit euch zusammen langsam. Vordere Hand, vordere Faust, hintere Hand, hintere Faust. Genau, ich schlage jetzt nur mit euch eins, zwei, vorne, vorne, hinten, hinten. Ganz genau. Denkt wieder daran, Hüfte dreht bei der hinteren Faust und wir sind einmal rum. Achtung, wir gehen in die andere Richtung. Hinteres Bein, vordere Faust, vorderes Bein, hintere Faust. Genau. Sind wieder einmal rum, gehen in die andere Richtung. Jetzt ist es wieder vorderes Bein, vordere Faust, hinteres Bein, hintere Faust. Genau, durchgehend arbeiten, keine Pause. Richtungswechsel, hinteres Bein, vordere Faust, vorderes Bein, hintere Faust. Wenn es zu schnell ist, so langsam arbeiten, dass Füße und Hände koordiniert sind. Genau. Richtungswechsel. Ich werde jetzt langsam schneller. Ihr arbeitet in eurem Tempo. Ich nehme andere Techniken dazu. Ihr bleibt bei eurer Variante.
Aber ihr seht, ich habe hier keine Pause drin. Ja? Jeder Schritt ist mit einer Handtechnik kombiniert. Nicht schneller schlagen, als ihr steppen könnt. Wenn ihr einmal rum seid, immer einen Richtungswechsel. Sehr gut. Okay, trinkt kurz einen Schluck. Gut. Wie sieht's aus mit der zweiten, den nächsten Runden? Wir machen Folgendes, ja? Für die nächste Runde, wenn es schwierig war, bleibt ihr dabei, ja? Ihr bewegt euch. Wenn ich die Kombination ansage oder die Technik ansage, schlagt ihr eure Handtechnik. Wenn es okay war vom Schwierigkeitsgrad, gehen wir einen Schritt weiter, ja? Nach jeder Kombination, ich mache mal als Beispiel 1, 2, ist einfach 1, 2. Letzte Hand, die ich in der Kombination geschlagen habe, ist die hintere, ja? Das heißt für mich jetzt, mein vorderes Bein, also immer das andere, macht einen Halbkreiskick. Ja? Höhe überlasse ich euch. Ja? Wenn ich jetzt letztes die vordere Hand geschlagen habe, zum Beispiel bei 1, 2, 3, 1, 2, 3, jetzt hat die vordere zuletzt geschlagen, hinteres Bein macht einen Halbkreiskick. Ja? Immer das, die Hand, die als letztes geschlagen hat, das andere Bein, das diagonale Bein, macht daraufhin den Halbkreiskick. Höhe überlasse ich euch, zum Knie, zum Bauch, zum Kopf oder eure Maximalhöhe, eure Wahl. Ja? Alles klar? Zweite Runde, die danach kommt. Ja? Jetzt haben wir gleichmäßig an unseren Fäusten gearbeitet. Jetzt arbeiten wir gleichmäßig an unseren Kicks. Ja? Wenn wir hier Kombinationen schlagen, tak, 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 ja? Arbeiten wir jetzt so langsam, dass wir die 2 Minuten keine Pause machen müssen. Ja? Kicks überlasse ich euch. Wenn ihr nur Halbkreiskicks könnt, ja, macht ihr nur Halbkreiskicks. Gar kein Problem. Ja? Vorderes Bein, hinteres Bein, in der anderen Auslage, immer gleichmäßig. Ja? Könnt ihr andere Kicks? Macht ihr alle Kicks, die ihr könnt. Ja? In einem gleichmäßigen Tempo. So, dass ihr 2 Minuten lang gleichmäßig diese Kicks durchhaltet. Ja? Wir starten aber mit unseren Kombinationen. Ich stelle mir einen Timer, bereit machen und go. Wir starten mit 1, 2. 1, 2. Und mit dem Halbkreiskick abschließen, wenn ihr könnt. 1. Ja? Auch da kommt dann ein Kick hinterher. 2. 1, 2, 3. 1, 6. 1, 2, 5, 4. Das wiederholen wir. 1, 2, 5, 4. Und mit dem gegengleichen Bein Halbkreiskick abschließen. Ganz genau. 1, 2, 1. Wir wiederholen das. 1, 2, 1. Wir können es auch mal die Auslage wechseln zwischendurch. Ja? Und in einer anderen Auslage weiterarbeiten. 1, 1, 2. Wiederholen wir auch. 1, 1, 2. 1, 2, 3. Eins, sechs, drei. Wiederholen wir. Eins, sechs, drei. Überlegt's, bevor ihr zu mir schaut. Zwei, drei. Wiederholen wir auch. Zwei, drei. 1, 1, 2. Und stopp. Kurz was trinken.
Und unsere nächste Runde mit den Kicks. So, geht schon. Beliebige Kicks durchgehend. Langsam. Denkt dran, ich möchte, dass ihr 2 Minuten durchhaltet, ohne groß Pause zu machen. Alle Kicks, die euch einfallen. Wir hatten schon den Vorwärtskick. Wir hatten schon den Seitwärtskick mit vorderem und hinteren Bein. Wir haben den Halbkreiskick. Wir haben den Switchkick gemacht. Auf beiden Seiten. Wir haben den Rückwärtskick gemacht. Auch auf beiden Seiten. Und wenn ihr andere Kicks könnt, könnt ihr die auch machen, natürlich. Durchgehend arbeiten. Keine Pause. Nur so schnell arbeiten, wie ihr durchhalten könnt. Schaut dahin, wo euer Ziel ist. Darf auch mal ein gesprungener Kick dabei sein. Haltet euer Tempo. Variiert die Höhe und stopp. Gut, trinkt kurz was. Die letzten 2 Runden, ja. Nächste Runde, ich sag euch die Fäuste wieder an, ja. Ich werde jetzt auch ein bisschen mehr Gas geben, ja. Dafür bemühe ich mich, die Kombination immer zu wiederholen, ja, dass ihr nochmal Zeit habt zum Nachdenken. Zum Abschluss, also entweder nur eure Fäuste, wenn das schwierig ist, oder mit Abschluss Halbkreiskick, oder, falls es auch leicht war, ja, mit einem beliebigen Kick abschließen. Immer erst zuerst die Kombination, die ich ansage, zwischendurch bewegen, mit einem beliebigen Kick abschließen. Ja? 2. Runde danach. Ja? Wir haben gleichmäßig die Fäuste geschlagen, wir haben gleichmäßig unsere Kicks gemacht. Ja? Keine Überraschung, wir werden jetzt Kicks und Fäuste kombinieren. Da will ich auch wieder, dass ihr 2 Minuten durcharbeitet. Ja? Und jetzt sind die Kicks genauso schnell wie meine Fäuste. Ja? Also nicht, weil ich hier so schnell Fäuste schlagen kann, ja, bei den Fäusten so schnell sein und dann hier meinen Kick machen. Ja. Ich will, dass das eine gleichmäßig durchgehende Bewegung wird. Die Kicks sind eigentlich, die Beine sind wie 2 zusätzliche Fäuste. Ja. So möchte ich, dass die jetzt eingesetzt werden. Kicks und Handtechniken in der 2. Runde dann beliebig. Gut, wir starten aber mit meinen Ansagen. Ja? Bereit machen und go. 1. 1, 2. 1, 2, 3. Gut, das war schwieriger, machen wir nochmal. 1, 2, 3. 1, 6. Wie gesagt, wenn ihr fortgeschritten seid, beliebige Kicks zum Abschluss. 1, 6. Schaut trotzdem, dass ihr gegen gleiche Hand einsetzt. Gut. 1, 2, 1. Nochmal. 1, 2, 1. Genau. 1, 1, 2. Nochmal. 1, 1, 2. Vier, fünf. Nochmal. Haben wir nicht oft benutzt. Vier, fünf. Zwei,
2, 3, 6. Nochmal. 2, 3, 6. Nochmal. 2, 3, 6. Eins, zwei, eins. Eins, sechs. Eins, zwei, drei. Vier, fünf. Nochmal. Vier, fünf. Und kurze Pause. Trinkt was, wenn ihr möchtet. Letzte Runde in diesem Modus. Gut. Bereit machen. Jetzt kombinieren wir Fäuste und Hände durchgehend. Beliebige Techniken. Los geht's. Wenn ihr zwischendurch in der anderen Auslage landet, gar kein Problem. Arbeitet's von da weiter. Überlegt's, was hatten wir schon für Techniken? Welche Kicks und Fäuste kennt ihr? Halbkreiskick, vorderes und hinteres Bein, Vorwärtskick, vorderes und hinteres Bein. Seitwärtskick, vorderes und hinteres Bein, Rückwärtskick kennen wir. Der war nicht schön, da war meine Fußhaltung schlecht, machen wir nochmal. Fäuste kennen wir, vordere gerade, hintere gerade. Wir kennen den Haken vorne und hinten. Und wir kennen jetzt auch die Aufwärtshaken. Und wenn ihr schneller sein könnt, ja, wenn das bei euch noch schneller geht, dürft ihr das gerne machen. Könnt die Höhen variieren und stopp. Gut. Mit dem Hauptteil der Stunde sind wir jetzt am Ende. Was jetzt noch kommt, ist ein ganz kleines bisschen Krafttraining und Intervalle. Ja? Wir starten mit den Intervallen. Wir machen nur Sachen, die wir schon kennen. Das eine ist der Boxerlauf. Ja? Kennen wir. Wir laufen auf der Stelle, gegengleicher Arm schlägt in die Luft. Ja? Das nächste haben wir beim Aufwärmen heute gemacht. Ja? Das sind diese Halbkreiskicks, die hier so leicht gehüpft sind. Mit dem linken Bein vorne und mit dem rechten Bein vorne. Ja? Ihr setzt dabei immer vorne ab. Ja? Ihr müsst nicht wieder nach hinten zurückziehen. Ja? Das ist es nicht. Wenn ihr mit rechts kickt, startet ihr rechts vorne. Rechtes Bein bleibt vorne. Ja? Standbein dreht trotzdem. Okay? Das Ganze kombinieren wir mit Springschnurspringen. Gesagt, ganz aus ohne auskommen ohne Springschnurspringen tut ihr mir heute wieder nicht. Ja? Wenn ihr keine habt, am Stand. Ja? Boxerlauf, Springschnurspringen, linkes Bein, Springschnurspringen, rechtes Bein, Springschnurspringen. 30 Sekunden Belastung, 15 Sekunden Pause. Ich stelle mir den Timer und schnapp mir meine Springschnur. Ganz kurz. So. Springschnur habe ich. Jetzt trinke ich noch was. Gut.
Timer habe ich auch. Wir starten mit dem Boxerlauf. Ja, bereit machen. 15 Sekunden habt ihr noch. Noch 10. 3, 2, 1, go! Gas geben. Wenn ihr noch nicht ins Schwitzen gekommen seid, möchte ich, dass ihr spätestens, aber allerspätestens jetzt anfangt zu schwitzen. So schnell ihr könnt. Gas geben, Gas geben. Halbzeit. Kurze Pause, Springschnur schnappen, wenn ihr eine habt. Bereit machen. Ganz kurz haben wir noch Pause. 2, 1, go. Das ist das letzte Mal, dass wir richtig Gas geben hier in diesen Intervallen. Ja? Könnt ihr jetzt alles raushauen. Wenn ihr Double anders machen wollt, gerne, los geht's. Ich habe noch eine Stunde vor mir. Ich werde heute relativ faul sein. Pause. Springschnur nicht zu weit weg, wenn ihr eine habt. Wir starten mit den Kicks links vorne. Bereit machen. Noch 5 Sekunden. 2, 1, go! Wenn ihr könnt, hättet ihr jetzt schon gerne so auf Bauch- oder Hüfthöhe. Ja? Und Gas geben. Technik geübt haben wir vorhin. Jetzt geben wir ein bisschen Gas. Wichtig ist, dass auch hier die Standbeinferse mitdreht. 5 Sekunden müssen wir noch. Und Pause. Springschnur schnappen. Kurz durchatmen. Noch 3, 2, 1, go. Gas, Gas, Gas. So springen wir 2 Minuten. Jetzt habt ihr nur 30 Sekunden. Das darf ruhig ein bisschen flott gehen. Springschnur zur Seite. Einmal brauchen wir sie noch. Bereit machen für das rechte Bein. Rechtes Bein ist vorne. Noch 5, 3, 2, 1, go! Standbeinferse im Kopf haben. Gegenzug. Knie beugt und streckt. Halbzeit. Durchhalten. Noch 5 Sekunden. Und Pause. Letzte Runde Springschnur springen. Fünf Sekunden noch. Und go. Ah, Hilfe. Ich bleib hängen. Dann lassen die Intervalle vorbei. Alles raushauen. Tempo, Tempo, Tempo. Und Schluss. Puh. Mit den Intervallen, nicht mit dem Training. Puh. Kurz durchatmen, was trinken. Gut. Ich stell kurz meinen Timer neu. Dann kommen wir wirklich zu den letzten Übungen.
Gut, was machen wir zum Schluss? Ja? Ihr braucht jetzt nochmal eure Trinkflasche. Bei meiner ist der Deckel ein bisschen kaputt, deswegen habe ich jetzt diese hier. Ja? Was machen wir? Wir haben zwei Übungen. Die erste, wir starten. Wir gehen hier runter zum Boden. Ja? Berühren mit der Flasche so oder so den Boden, ist mir ganz egal. Ja? Kommen dann hoch. Übergeben die Flasche an die Füße. Leichtere Variante, ich nehme sie hier zwischen die Knie. Füße berühren den Boden, Hände berühren den Boden. Ich komme wieder zurück, übergebe. Gehe hier runter, übergebe. Ja? Bauch arbeitet wirklich. Ja? Machst das Ganze mit Kraft, nicht mit Schwung. Was ich nicht möchte, ist, dass ihr hier hinterher so ein Bogen seid, ja? Der Rücken, untere Rücken vom Boden weggeht, ja? Und hier ins Hohlkreuz geht, den unteren Rücken belastet. Schaut wirklich, dass euer Bauch arbeitet. Ja? Wenn es nicht geht, lieber Pause machen zwischendurch. Ja? Nächste Variante. Ja? Ihr geht hier zum Boden, habt die Füße hier gestreckt. Auch hier wieder. Ihr geht so weit runter, wie der untere Rücken am Boden bleibt. Hier sollte keine Hand zwischenpassen. Wenn ich hier aufmache, bin ich zu weit runtergegangen. Ja? Nur so weit, wie mein unterer Rücken in den Boden drücken kann mit dem Bauch. Ja? Beine bleiben gerade, ich komme nach oben, übergebe hier und hier. Ja? Das ist die nächst schwierigere Variante. Könnt damit ein bisschen spielen, schaut, was ihr hinkriegt. Ja, wenn es gar nicht geht mit der Flasche, dann arbeitet ihr nur hier. Ja? Aber probiert das mal als kleine Herausforderung. Zweite Übung, die wir machen, wir liegen auf dem Bauch. Ja? Ihr kennt das vielleicht vom Shinergy, von der Aufwärmroutine vom Rudern. Ja? Das heißt, Fußballen sind am Boden, Hintern ist angespannt, Rücken spannt an, ja? Nacken ist lang in Verlängerung des Rückens. Ja? Hier hebe ich den Oberkörper vom Boden ab und zwar so weit ich kann. Ja? Hier ist mein Kopf auch abgehoben, aber das ist nicht die Übung. Ja? Ich spanne den Rücken an, komme so weit hoch, wie ich kann. Beim Shinergy, bei der Aufwärmroutine, rudern wir. Ja? Hier machen wir es jetzt etwas komplizierter. Hier halten wir und übergeben die Flasche. Wenn es gar nicht geht mit der Flasche, ja, ist das für mich auch okay, aber probiert es mal. Fordert euch mal heraus ein bisschen. Ja? Machen beide Übungen zweimal, jeweils 30 Sekunden. Pause ist nicht vorgesehen. Wenn ihr eine braucht, macht sie eine, sonst nicht. Ja? Bereit machen. Wir starten mit der Bauchübung. Ja? Habt es noch kurz Zeit, euch einzurichten. Noch 5, 4, 3, 2, 1, go! Und auf den Bauch legen. Gut, geht gleich weiter. Fußballen drücken in den Boden, Hintern ist angespannt, Rücken ist angespannt. Nacken und Kopf sind in Verlängerung des Rückens. Merkt euch, in welche Richtung ihr jetzt hier wandert mit der Flasche. Beim nächsten Mal drehen wir die Richtung um. Durchhalten. Gut, gehen gleich weiter. Geht weiter, geht weiter. Jetzt mache ich mit euch die etwas einfachere Übung. Trotzdem hier hochkommen. Durchhalten. Gut, letzte Übung für heute. Ich habe natürlich vergessen, in welche Richtung ich gerade gegangen bin. Ihr wisst es vielleicht, geht's in die andere Richtung. Fußballen drücken in den Boden, Hintern ist gespannt, Rücken ist angespannt, nicht hier. Ja? Nicht nur den Kopf hochheben, Rücken spannt an.
durchhalten und stopp. Gut, das war das Training für heute. Danke fürs Mitmachen und wir sehen uns beim nächsten Mal.